Hallo, ich zeige euch heute mal, wie man Rohkostbrot herstellt im Dörrgerät. Es soll dann so aussehen, wenn es fertig ist. Sehr gesund. Es geht folgendermaßen. Also man braucht 9 Gläser zum Vorziehen. Kein Gläser. Die gibt es im Internet zu kaufen auf bestimmten Seiten. Und dann brauchen wir 5 Gläser mit Buchweizen. Die hier. 5 mal 150 Gramm Buchweizen ins Glas rein. Dann brauchen wir 2 Gläser mit Sonnenblumenkernen. Auch hier 150 Gramm. Und 2 Gläser 150 Gramm jeweils Sesam. Die Gläser füllen wir dann halb oder dreiviertel mit Wasser voll. Und das Wasser wechseln wir jeden Abend. Nach 3 bis 4 Tagen ist es soweit gekeimt, dass man es verarbeiten kann. Auf jeden Fall mit Wasser bedeckt sein. Noch 3 bis 5. So machen wir das mit allen Gläsern. So, wir haben jetzt 9 Gläser mit Wasser befüllt und das lassen wir jetzt bis zum Abend stehen. Und da wird es geleert und gespült mit frischem Wasser. Und dann geht's weiter. Der Schlüssel ist dann hier drin gedörrt werden. Der wird komplett voll. 8 Einschübe. Es wird ausgerollt und dann am Schluss mit dem Messer in Quadrate zurechtgeschnitten. Wichtig ist, dass es keimfähiges Saatgut ist. Also es sollte mindestens Bio sein, noch besser Demeter-Qualität. Weil wenn es nicht keimt, dann fault, dann wird es nichts. So, sämtliche gekeimte Sprossen kommen jetzt in eine große Schüssel. Wir brauchen 500 Gramm Leinsamen Gold oder Leinsamen. Das wird im kleinen Mixer gehäckselt. Leinsamen ist jetzt klein gehäckselt. Und da kommt eine Flüssigkeit rein und wird drin eingeweicht. So, wir brauchen 1,8 Kilo Sauerkraut, das Rohkostbrot. Das tun wir jetzt absieben. Die Flüssigkeit kommt in den Leinsamen rein. So, die Sauerkrautbrühe kommt jetzt in den Leinsamen. So, es wird schön umgerührt, dass der ganze Leinsamen gedeckt ist. Und wenn die Flüssigkeit zu wenig ist, dann tun wir noch ein bisschen Wasser dazu, dass alles schön eingeweicht ist. Und dann lässt es eine halbe bis halbe Stunde bis Stunde stehen. So, jetzt geben wir ein bisschen Wasser dazu, dass es ein bisschen feuchter wird. So, wir zerkleinern jetzt Gemüse, das damit reingemischt wird ins Rohkostbrot. In unserem Fall Rosenkohl, Kürbis und Karotte.
zusammengemischt. So, kommen noch 150 Gramm Chiasamen rein. So, wir pürieren jetzt erstmal die Sprossen durch. Das ist jetzt zugegeben, selbstgemachte, und vermischen. Das Gemüse dazu. Jetzt haben wir noch rein, der war jetzt eine Stunde da gestanden. Das ist richtig schleimig geworden. So, jetzt haben wir den Chiasamen auch noch mit rein. Und jetzt müssen wir mal kräftig mit den Händen durchmischen. So, der Brei ist fertig und dann muss jetzt auf die Folien aufgetragen werden. Und dann getrocknet und dann ist es schon fertig. Wir tragen jetzt den Brotbrei auf die Folie auf. Die gibt es als Zubehör zum Türgerät zum Beispiel. Das setzen wir mit der Folie auf den Gitterrost. Und nach 8 Stunden tut man es raus. Wir versuchen jetzt hier ein Quadrat zu bilden, ca. 1 mm dick. Das müssen wir dann trocknen. Wenn es trocken ist, ist es nur noch halb so dick. Das schneidet man es dann in, also wenn es aufgetragen ist, dann tut man Rechtecke vorzeichnen mit dem Messer oder mit einem geeigneten Gegenstand, damit man es danach brechen kann. So, der erste Blei ist dann soweit geformt, jetzt tun wir Rillen rein schneiden, aber nicht durchschneiden, sondern bloß ein bisschen andeuten. Jetzt muss auf dem Einlegerost drauf schieben oder drauf ziehen. Nur die erste Einlage voll. So, genau.
Jetzt können wir es schon mal lagern im Gerät. So, jetzt ist 8 bis 10 Stunden mit Folie trocknen. Jetzt ein bisschen fest ist, dann haben wir die Folie raus. So, und so sieht jetzt das Endergebnis aus. Ist jetzt geschnitten in die Größe, in die man es haben will. Das kann man jetzt mit Butter beschmieren oder mit allem Möglichen. Und das lagert man jetzt in einem luftdichten Behälter.